Moin Moin, herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital in einem weiteren 476 Stream. Ein 476 Stream. Ich werde da jetzt voll durchpowern. Stream, yay! Und so, ne? Ha. Ja. Gut, wo wir das vom Tisch haben, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Seht da unten. F und D. Und man kann den Namen sehen. Ich sagte ja, dass ich da unten ein bisschen rumbasteln werde. Es ist zwar immer noch nicht so ganz super toll. Ja, noch nicht so ganz, ganz super toll, wie wir sehen. So, dass das, das Border hier da, ne? Die Umrandung von dem F und dem D sind jeweils oben und unten ein bisschen abgeschnitten. Das ist nicht ganz so cool. Aber das ist eine Minimalität, die ich dann anpassen kann. Ansonsten, denke ich mal, erfüllen die ihren Zweck recht gut. Man sieht auch den Namen, Max, hier, Maxim da, 1311. Sehr gut. Werden wir direkt mal umschalten. Zack, so, ich hoffe mal, der ganz andere Rest wird, das wird sich alles noch irgendwie anpassen da unten, ne? Es ist so eine Entwicklung, nach und nach und nach. Weil, ja, ne, ich muss da erstmal so mein Place finden. Und ich denke, es passt auch eigentlich ganz gut, dass es solche Würfel sind. Ja, doch, ich denke, das ist... Wir testen das mal im Spiel. Spielen. So, mal gucken. Mein Maxim 1311, ja. Also, vielleicht räume ich doch woanders hin. Obwohl ich ja in Verbindung mit anderen Spielen festgestellt habe, dass es da unten eigentlich sehr gut ist. Es ist dann nicht unbedingt störend. Jeder sieht es aber auch sehr gut. Ich denke, das können wir eigentlich so lassen. Mal gucken. Vielleicht. Ja, doch. Ich denke, das wird erstmal so bleiben. Bis ich neue Ideen habe. Wie man das vielleicht noch ein bisschen verfeinern kann. Mal sehen. Ich meine, ultimativ ist natürlich, wenn man das wirklich anpassen würde an jedes Spiel so, ne? Das wäre. so quasi so Fallout-Design etc. Lala. Ist sicherlich nichts Neues. Damit erfinde ich das Rad bestimmt nicht neu. Aber optisch wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Man findet seinen Style schon, ne? Früher oder später. So, Ladescreen. Müssen hier ein bisschen Ordnung machen. Und ich suche... Ah, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich so gucke, da, das F und das D und das ist, glaube ich. Ich suche einen Beil. Ich will nämlich was ausprobieren. Ich wollte meine Taschen aufräumen und ich suche einen Beil. Dementsprechend werden wir erstmal hier ins Sägewerk stolpern. Ist doch Sägewerk hier, ne? Ja. Weil ich vermute, hier ist irgendwo ein Beil. Mal gucken. Mal sehen. Ich habe übrigens gerade gelesen, dass die, dass die Shops offline sind. Das ist schon doof. Die gehen momentan einfach nicht. Bisschen ärgerlich. So wegen irgendeinem Duplizierer-Bug oder sowas. Sehr nervig. So, hier ist also nichts. Mal gucken. Vielleicht hier. Ein Beil, mehr will. Schrauben nehmen wir auch mit. Aber ein Beil wäre sehr schön. Soll ich da machen? Weil ich da was mit den Mods testen möchte und so. Möchte was mit den Mods testen, ob ich das so richtig verstanden habe mittlerweile. Da bin ich mir nämlich echt unsicher. ob ich das so richtig auf die Reihe kriege, das Ganze da. Und ich, ja, ich vermute mal, dass hier irgendwo ein Beil rumliegen wird. Mal gucken. Schachtel, Zigaretten, leere Milchflasche. Das ist nicht unbedingt ein Beil. Nein, Fusionszellen. Was? Wer spuckt? What? Okay. Gut. Spuckzecken. Na gut. Das ist jetzt nicht ganz das, was ich suche. Ich suche keine Zecken. Ich suche einen Beil. Hallo. Bitte ein Beil. Das sieht auch nicht so aus, als ob ich hier eins finden würde, ne?
Ich verstehe. Wenn du keins brauchst, dann findest du andauernd überall eins. Jetzt brauchst du eins, findest keins. Toll. Da findest du Zecken. En masse. Da kommst du. What? Ist direkt explodiert. Auch gut. Gucken wir mal da. Ich meine, das ist ein Sägewerk hier, ne? Das ist ein verdammtes Sägewerk. Also wird doch irgendwer hier irgendwas haben. Wie ist eigentlich mit Essen? Ah. Mit dem man irgendwas zerhacken kann. Kann nicht so schwer sein, oder? Oder doch? Hier waren wir, glaube ich, schon am Gucken und so alles. Naja, erste Hilfe, Kombischraumschlüssel, bla bla bla. Das sieht nicht gut aus. Ich habe auch schon vorhin die ganze Zeit ein paar Ghule geschlachtet und so. In der Hoffnung, dass ich ein Beil finde. Aber nö. Nö, 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 nö. Die meinen es heute nicht gut mit mir. Naja. Egal. Gucken wir nochmal. Nö. Sieht aber auch schon schön aus alles, ne? Das ist schon alles sehr schön hier. Hilft uns aber auch nicht weiter. So, ich glaube, da drüben ist der Bauernhof, ne? Achso. Wir sind bei meinem Camp. Da ist es ja. Schön, ne? Ah, vielleicht ist da ein Beil. Vielleicht ein Beil, hat der Roboter ein Beil mitgebracht? Das kann natürlich auch passieren. Wir sind doch gar nicht offline. Oder doch? Wird es nur nicht angezeigt? Also wird es nur... Ah, ein Teddybär nehme ich mit. Babyrasse, kaputte Kamera. Ja, könnte man zerlegen, aber ne. Ne. Dass hier immer noch nichts angezeigt wird, ne? Oh, Mann. Frustrierend. Frustrierend. So, gehen wir nochmal hier rüber. Wie ist es eigentlich so mit Platz im Moment hier? 249, 280. Ja, alles gut. Der Nebel ist heute wieder ganz schön böse. Manchmal kriegt man einfach Schaden. Ist dir das mal aufgefallen? Beim Spielen so einfach so zack. Plötzlich Schaden. Und keiner weiß, was los ist. Wir gehen mal kurz zum Bauernhof. Ansonsten müssen wir nochmal runter zum Park. Da hätte ich eigentlich auch schon längst mal gucken können. Da sind ja auch immer sehr viele Verbrannte eigentlich. Das Licht mal kurz ausmachen. Gucken. Düngermittel. Bla 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 bla. Scheren. Scheren ohne Ende hier. Dosendose. Hier hängt auch leider nichts dran. Nö. Was ist denn hier bloß mit dem Sonnenlicht los? Ich dachte, wäre eben wer gewesen. Aber nein. Da. Hat der einen Beil? Nein. Er hat Munition. Naja. Können wir auch mitnehmen. Schadet auch nicht. Tut keinem weh. Also, außer ihm. Ein Steak. Aber wir können das essen. Tschick. Ist gut, dann freuen wir uns. Uns geht's gut. Die Sonne ist aufgegangen. Okay. Gucken wir nochmal hier drüben. In der Lagerhalle. Und dann porten wir uns mal runter zum Park. Schusswaffe, das, und Munition. Aber nicht das, was ich suche. Oh. Ja, wie ich schon sagte, sonst kommen sie immer mit allerlei Nahkampfwaffen angewetzt. Bauplan Toilette habe ich schon. Kann auch irgendjemand anders haben. Muss ja jetzt nichts mitnehmen. Was ich schon tausendmal habe. Ja, wie gesagt, sonst kommen sie immer mit allerlei Nahkampfwaffen angewetzt und wollen einen verhauen. Und jetzt kommt hier nicht einer, ne? Alle Schusswaffen. Aber Kleber finden wir wieder. Unendlich viel. Das ist auch sehr gut. Ich weiß noch, wo ich mir so einen Kopf gemacht habe. Meine Güte, dass es hier keinen Kleber gibt. Und Kleber, wir müssen Pflanzen anbauen, um an den Kleber zu kommen. Und bla bla. All sowas. Und jetzt habe ich eigentlich locker genug. Beziehungsweise man findet halt genug davon, ne?
Jetzt irgendwie nee. Irgendwie nee. Lass uns mal hier runter. 17 Kronkorken, ja. Pinke, pinke, wuh, wir haben ja. Ich möchte erst ein Beil finden. Wenn ich das Beil gefunden habe, dann werde ich aufräumen. So mein Plan. Wir werden... Wo kann ich aufräumen? Das ist halt so die Frage, ne? Kann ich aufräumen? Ich weiß halt, wie gesagt, meistens... Oh, Mr. House, Mr. Scheißquest. Ach, warum? Von all den Quests, die es hier gibt, hier unten, die drei. Oh, Brenda ist wieder da. Hallo. Hey, kann ich wieder mit dir reden? Wunderbar. Zum Glück ist es meine Aufgabe, Fragen zu beantworten. Sonst würden wir ein ganz anderes Gespräch führen. Oh. Ach, man kann die... Ach so. Aha. Lass mich überlegen. Da. Wir haben mehr, als ich aufzählen kann. Es gibt die weltberühmte Widowmaker-Achterbahn, die schwerelosen nuklearen Nummern. Und wer könnte den Tagebauer vergessen? Erste Sahne. Ich bin noch nicht überzeugt. Warum sollte denn auch ich dich überzeugen? Probier's doch selbst. Die Fahrgeschäfte sind der Wahnsinn. Gefährlich? Oh, wohl kaum. Heutzutage kann man sich ja schon verletzen, wenn man nur über die Straße geht. Appalachia ist auch nicht mehr wie früher. Nee, das ist rar. Tickets gibt's da drüben. Und trotz der vielen Besucher gibt es kaum Schlangen. Als hättest du den ganzen Park nur für dich. Hab ich quasi auch. Natürlich. Immer gern. Was sind das für Zuschauer? Die wirken etwas wild, freuen sich aber halt nur, wie alle anderen auch. Das ist die Wirkung des Campenparks. Ein großer Grüder hat die Leute immer ungestüm umarmt. Sehr ungestüm und fast schon grob. Ein echter Mr. Fuzzy-Fan. Die sind irre? Na, na, freundlich bleiben. Immerhin kann ein bisschen Rauflust auch was Heilsames haben. Und immerhin sind auch das zahlende Gäste. Wow, wow, wow. Ich muss dich höflich darum bitten, die anderen Gäste in Ruhe zu lassen. Der Campenpark ist ein familienfreundliches Unternehmen. Ja. Wenn ich irgendwelche Raufereien sehe, rufe ich die Sicherheit. Also vertragt euch, ja? Ja, genau. Wer will sich nicht einfach mal amüsieren? Und der Campenpark ist der perfekte Ort. Wie sich das R immer rollt. Schieß los. Los, schießt du gleich da drin. Ich? Na, ich bin Mr. Fuzzy. Erkennst du mich nicht? Ich sehe vielleicht etwas mitgenommen aus, bin aber deine Lieblingskatze höchstpersönlich. Bist du echt Mr. Fuzzy? Natürlich! Die Fliege kriegt sonst niemand hin. Verlassen? Bist du blind? Schau dir doch die zufriedenen Kunden an. Die sind überall. Die sind richtig fanatisch. Wer sollte ich sonst sein? Auf jeden Fall nicht irgendein Trottel im Katzenanzug. Ich bin ganz Ohr. Okay, also die Sachen... Schau hinterher auch noch im Geschenkeladen vorbei. Dort drüben. Ja, also die Sachen, die man gemacht hat, schon wo ich denn die Marken für bekommen habe. Ich wusste, die Massen halten dich nicht lang fern. Ja, wo ich die Marken bekommen habe und das Bestechungsgeld und so weiter, das geht also nur einmal. Pro Charakter scheinbar. Oh, Moment. Ja, okay, haben die schon selbst erledigt. Naja, gut.
Die bekloppten Hunde, ey. Wo ist meine Axt eigentlich schon wieder? Hier. Guck mal, die haben Nahkampfwaffen. Das ist gut. Der hat eine schöne... Okay. Er hatte zwei Messer dabei. Das brauche ich aber alles nicht. Ich brauche was anderes. Hm. Schrotpatronen sind immer gut. Was hast du dabei? Auch Schrotpatronen. Ich glaube, das soll einfach nicht. Soll wohl einfach nicht sein. Hm. Schade. Aber gut, wir wissen jetzt zumindest, dass man die Sachen nur einmalig machen kann. Pro Charakter. Also schätze ich mal, dass das jetzt so das ist, was wir gerade rausgefunden haben. Dass man solche Sachen halt nicht immer wiederholen kann. Also ich kann jetzt nicht jeden Tag dazu hier hin und kriege dann meine Marken. Durch die richtigen Antworten und Fragen und sowas. Das geht scheinbar nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt mit einem anderen Charakter hinlaufen würde, dann würde es wahrscheinlich gehen, ja. Oh, ich hasse die Mr. House, Mr. Quest, ne? Ich hasse sie ganz einfach. Ach, verdammt, ey. Aber sie muss ja gemacht werden. Aber bevor ich das mache, werde ich hier einmal alles untersuchen. Wegen diesem verdammten Wagen. Oh. Den ich denn nicht mehr finde. Was ist denn hier auch immer für ein Andrang? Meine Güte. Ah ja. Hm? Ach, da oben. Ja. Egal, ich muss erstmal den Wagen suchen, den ich halt nicht finde. Ich hab Durst. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Hier ist auch einer. Okay. Hier ist also auch einer. Naja, gut. Erstmal kurz was trinken. Bob. Hilfsmittel. Das kann jetzt mal weg. Spezialmischung mal reindrücken hier. Zack, zack, zack. So ist gut. Ja, wie gesagt, hier ist also auch einer bei dem Karussell. Okay. Ich habe nämlich immer das Problem, dass ich einen nicht finde. Ich laufe dann hier wie so ein Blödkopf rum und, sag mal, finde diesen einen Wagen einfach nicht. Komm mal auf da oben. Runter jetzt. So. Ja, das ist immer sehr frustrierend. So, das heißt also, hier beim Karussell ist einer. Also ich schätze mal, das wird der eine sein. Wir gucken einfach mal sehen. Probieren das einfach mal aus. Ich mag die Quest echt nicht. Die macht mir ehrlich keinen Spaß. Oder sehr, sehr wenig Spaß, sagen wir es lieber so. Oh, Moment. Ja. Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Ads Quest. Also. Ausmisten ist schwere Arbeit. Ja. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Nein. Erleben Sie es selbst. Okay. Ich hasse sie. So, der erste war hier irgendwo, ne? Dieses Rumgesuchene, finde ich diese Wagen nie, ne? Okay. Was? Weg. Egal, weiter. So, der nächste, war doch irgendwo hier, ne? War der das? Ja, ich glaube ja. Okay, gut. Den haben wir auch. Dann, was denn? Ach. So, dann weiter, dann hinten bei dem Karussell. War das hier lang?
Ich glaube ja. Shit. War das hier lang? Das ist Karussell. Wahrscheinlich irgendwie ein Medipack reindrücken hier. Irgendwas. Okay. So, jetzt. Da. Falsch. Es fehlt nur noch einer, ne? Und der ist irgendwo hier. Der war, glaube ich, da oben drin. Aber hier hoch? War das hier? Hm. Nein, hier war es nicht. Ich glaube, es war. War der da drin? Hm. Hier oben? Ja, es kann sein, dass der irgendwo. Hier. Ha. Waren das vier? War das alle? Und dann? Achso, zurückkehren, genau. Zip. Oh, ich mag sie trotzdem nicht. Auch wenn das jetzt gut funktioniert hat, mag ich diese Quest hinten und vorne nicht. Hallo, Zecke. Sie haben das Spiel gewonnen. Danke. Sehr gut. Neue Marken. Sonst nichts. Aber drei Mr. Fuzzy Marken. Das ist okay. Ist okay. Oh, sehr gut. Danke. Tschüss. Hat zwar jetzt noch immer keinen Beil bekommen, aber über das immerhin. Ach, guck mal an. Hier ist jetzt Moddenmann-Logo. Ja, ja. Okay. Interessant. Was jetzt? Wir könnten natürlich nochmal hier hinten gucken. Hier. Weil hier suchen wir ja immer noch die Jäger. So viel, was hier noch so ansteht eigentlich. Der Graftentag. Das Sterben der Hornsträucher da. Wir könnten auch. Wir sind ja jetzt da unten beim Park. Ist hier nicht irgendwie was in der Nähe, wo wir nochmal hin können? Irgendwie. Poseidon nicht unbedingt. Lager Adams auch nicht, ne. Hm. Riverside Manor. Das muss ich auch nochmal machen. Ich glaube. Oh, was ist hier los? Ah, die Whitespring Holobänder. Ja, Whitespring. Hm. Müssen wir die auch nochmal machen. Wir könnten ja mal Just for the Foon. Hm. Hier mal hin. Aber mal gucken. Gucken, was da so geht. Hm. Bisschen was zischen hier. So. Ja, heute sind wir ein bisschen früher dran. Mit dem Stream. Als sonst so. Ist nicht Mitternacht und solche Sachen. Auch nicht 8 Uhr abends oder so. Ich werde jetzt aber versuchen, über die nächsten Tage einfach zwischendurch immer mal über den Tag verteilt ein bisschen was laufen zu haben. Oh, was wir noch machen können, ist endlich mal für Rose die Dings fertig machen auch. Hier ihre Waffe. Damit die Quest auch mal fertig ist. Stimmt, das können wir auch mal machen. Essen? Oh, ist in Ordnung. Das könnten wir auch mal fertig machen, ja. Ein wilder Ghoul. Hallo. Also dabei. Ah, Patronen nur. Oh, da kommt deine Kumpels. Ein Teelöffel. Hm. Ein Teelöffel. Leere Milchflaschen. Registrierkassen, da ist noch ein Safe. Oh. Interessant. Den hatte ich noch nicht. Mitgenommen. Amys Notiz.
Notiz. Ja, das Passwort für mein Terminal bei der Türguard. Was aber auf Bereitungsanlage lautet Babylon. Gib meine Forschungsergebnisse an den Responder weiter, aber sorge dafür, dass sie nicht den verdammten Bruderschaft in die Hände fallen. Oha, der Bruderschaft. Von der haben wir gestern sehr viel gehört. Türguard, was Bereitungsanlage? Moment. Moment. Das ist das Kraftwerk. Haben wir das nicht schon irgendwo gelesen? Türgert, Türgert? War das nicht hier? Nee, das ist die Universität. Hier? Nee. Wer kommt der Name so bekannt vor? Was habe ich denn schon mal irgendwo gelesen hätte hier? Komisch. Aber na gut. Wir sind ein Stückchen weiter. Also, was ist ein Stückchen weiter? Wir haben... Noch eine Quest. Mann, Mann. Eigentlich müssen wir das Questlog echt mal leer arbeiten, ne? So. Bevor wir wieder irgendwas anderes anfangen. Aber es gibt so viel zu tun. Hast du eine Axt? Hat er nicht. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Kreide dabei. Was stimmt denn nur nicht mit denen? Zange. Ja, das war jetzt auch nicht so erfolgsversprechend hier, wie ich mir das gedacht habe. Ich meine, gut, wir haben eine Quest bekommen noch. Eine Daily. Zu viel Lärm. Das waren die Nachbarn, glaube ich, die sich beschwert haben. Naja. Fusionszellen, Munition, Heilmittel, abgekochtes Wasser. Okay. Okay, doke. Ja, ich glaube, es waren die Nachbarn, die sich beschwert haben, weil es hier so laut ist. Na gut. Weiter gehen hier. Achso. Paar mal hier hoch. Hier so rum. Da geht's nicht rein. Ist hier überhaupt irgendwas? Nee. Wir sollten nochmal die Plattform bauen mit den Geschenken. Ja, doch. Ich glaube, das sollte ich auch mal in Angriff nehmen. Ich wollte bei mir im Camp so eine Plattform hinballern. Die, ja, mit Geschenken halt, ne? Also Kram, den ich weder verkaufen noch sonst irgendwie was. Das schmeiße ich alles darauf. Können die Leute das mitnehmen? Können sich daran erfreuen oder auch nicht? Je nachdem. Sie klauen oder sowas, ist mir relativ egal. Das ist einfach dazu da. Da würde ich das halt sehr gut finden, wenn man nämlich Kisten bauen könnte. Die man denn auch, wo geht's eigentlich dahin? Ach, Poseidon-Kraftwerk, naja. Kommt aber gerade nicht so ganz drauf klar. Ja, würde ich auf jeden Fall gut finden, wenn es irgendwelche ja, Kisten geben würde, wo dann einfach jeder ran kann, so, ne? So öffentliche Goodie-Kisten, nenne ich jetzt einfach mal. Aber du kannst ja keine so Kisten bauen, glaube ich, oder? Ich bin mir unsicher. Obwohl, ich könnte auch einfach ein Regal da draußen hinstellen. Ich glaube, da kann jeder ran, oder? Müsste ich mal ausprobieren. Weil da ist der Vorteil, die Sachen verschwinden dann halt nicht. Weil ich glaube, wenn ich sie einfach als Ablage dahin lege und dann auslocke, sind sie weg. Mal gucken, was hier so ist. Ist hier ein Bahnhof? Kann das ein Bahnhof sein? Ja. Ist ein Bahnhof. Naja gut, da können wir wenigstens die Granaten und so verhökern jetzt, ne? Was ja auch nicht unbedingt falsch ist. Und Teddy mitnehmen. Ist er dabei? Nichts. Handel? Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Baseballschläger, Bohr, Splittergranaten. Hier, das kann schon mal weg. Oh, das ist ja nicht so viel jetzt gerade, ne? Nö. Das war jetzt doch nicht so viel. Was haben wir hier? Gegenstände verwerten. R.
Hier haben wir noch ein bisschen Kleidung dabei, ne, was hier weg kann. Mal gucken. Dass man hier immer noch nicht suchen kann und sowas, ne? Das ist so nervig. Oh, das Ding ist ja kaputt. Müssen wir mal reparieren. Ho, 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 ho. Warten wir nicht. Wo ist denn die ganze Rüstung, die wir tragen und sowas? Schmutzig, bla bla bla. Wir haben doch mehr an als nur das. Oder nicht? Warte mal. Kleidung. Ja, hier, wir haben noch viel mehr an als das. Ja. Kuriose Geschichte. Was ist denn das hier? Ist Teil 40? Teil 40. Stufe 40. Vielleicht bis zu 35 Energie- und Schadensresistenz. Je nachdem, wie hoch deine Gesundheit ist. Und hier ist eine Level 50-Variante. Hat denselben Effekt. Ist auch besser und hat weniger Gewicht, aber... Achso, ah, das ist ein A. Schon gut. Das ist ein Arm. Okay, ist auch mit der Vorhut. Achso. Okay. Wenn wir den anlegen, dann hätten wir eigentlich den da, ne? Wirst du im Nahkampf getroffen? Achso, das ist mit dem Tarnfell. Ja, aber mehr Rüstung ist immer gut. Ja, mehr Rüstung ist immer gut. Das heißt, dass das Ding... Ja, die getarnten Sachen, Stufe 40 und so was, ja, gut. Brauchen wir gar nicht aufheben, ne? Haben wir nicht wirklich viel von. Aber das ist noch was. Kampfrüstung Helm. Hm. Okay. Ja. Ich meine, können wir das... Wo ist denn der legendäre Umwandler? Hier ist hier irgendwo einer? Hier ist keiner? Ach, an jedem Bahnhof ist so ein Ding, ne? Nur hier wieder nicht. Spieler da unten, okay. Hier mal rumlaufen auf der... Ah, da. Gut. Schon gut, nichts gesagt. Nichts gesagt. Ist das noch irgendwas? Nö. Okay, gut. Legendärer Wechsler. Waffen, Kleidung. Theoretisch müssten wir jetzt den hier umtauschen können. Ich meine, das mit dem Tarnfeld ist nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen, ja. Kann das, glaube ich, mal weg. Meine Schrotflinte. Ich würde gerne eine neue bauen. Ich würde gerne eine bessere bauen. Ich würde gerne eine bessere Schrotflinte bauen. Aber ich kann das nicht. Und das wurmt mich. Ich verstehe allgemein nicht, warum ich so einiges nicht kann. Hau ich gleich mal auf die Flaschen hier. Gehen wir mal kurz in den Ort gucken. Was ist hier los? Achso. Was ist doch hier? Ist nicht? Okay. Ich dachte, das wäre, wie gesagt, Graham? Ja, ich glaube Graham. Ach, die ganzen Medis und sowas, die habe ich ja jetzt auch noch alle in der Tasche. Was sagt mein Inventar? 218 ist doch gut. Leuchtpistole, okay. Auch nicht schlecht. Splittergranaten. Direkt wieder zurück, gleich verkaufen. Ja, wie gesagt, einiges, was die Waffen und sowas betrifft, da bin ich noch nicht so ganz klar gekommen drauf. Gucken wir mal kurz hier in dem Ort so ein bisschen rum. Wir können natürlich auch erstmal bei mir, das könnten wir nicht auch mal machen. Wir könnten bei uns in der Basis mal die ganzen gängigen Räumlichkeiten bauen und sowas. Den ganzen Kram, ne? Hier, den ganzen Werkbänke und den ganzen Stinktag habe ich alles gar nicht. Weil ich reise ja immer direkt, zum Camp der Aufseherin und so weiter und so fort. Ich meine, ich habe genug Kronkorken, reißt mich jetzt nicht so runter, aber ich kann natürlich viel mehr Kronkorken sparen,
Wenn ich einfach kostenlos zu mir nach Hause reise. Das ist so ein Punkt, den ich mal ins Auge fassen sollte. Wer ist er hier? Ah. Nichts dabei. Schade. Ja, den ich mal ins Auge fassen sollte. Achso, hier ist... Ja, genau. Hier ist die... das Responder-Ding und so weiter hier, ne? Hier die Feuerteufel, ja. Pistolen. Schrotpatronen. Schrotpatronen sind immer gut. Oh, was hast du? Revolver. Ich meine, sie bringen mir Munition, ne? Okay, fast wie ein Level up. Da muss ich nämlich auch nochmal... Aber ja, im Stream letztens auch schon gesagt, dass wir da auch mal gucken müssen, was ich wie wohin skille, um halt den Schaden noch zu maximieren. Den ich ja... Ich mache ja schon nicht unbedingt schlecht Schaden mit der Schrotflinte 113 und sowas, aber... Das muss viel besser gehen. Vor allen Dingen ist Level 15 Waffe. Eine Level 15 Waffe. Und ich bin jetzt Level 53. Wenn ich ein Update habe, bin ich... Update. Wenn ich Level up habe, bin ich Level 54. Da muss es doch was Besseres geben. Ich meine, gut, vielleicht... Vielleicht muss ich einfach noch Waffenschmied skillen? Kann das sein? Hier, die Karten für den Waffenschmied und sowas da. Vielleicht habe ich da... Habe ich da einfach nicht genug jetzt hier? Ich meine, ich habe die Rezepte, glaube ich, schon gelernt für Schrotflinten und so ein Kram. Aber vielleicht bin ich waffenschmiedtechnisch einfach nicht gut genug. Ja. Das kann es natürlich auch sein. Dass er mir die deswegen gar nicht zur Wahl gibt? Könnte das sein? Muss ich mal begutachten. Ich dachte gerade, da liegt ein Wendigo, aber ne, das ist gut. Das könnte das auf jeden Fall sein. Dass das deswegen nicht funktioniert. Oha. Hier ist ein Monster von Grafton. Da. Das, also, warte mal. So, was haben wir denn hier? Unruhe, Bohrer, bla bla bla. Hier, so. Wollen wir testen jetzt. Ja, wie... Das ist Stufe 10. Ne, dass ich so wenig Schaden mache, ist schon komisch. Ja gut, es reicht. So, ne? Aber... Trifft er mich? Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich bin weit hinter dem zurück, was ich eigentlich sollen müssen könnte. So an Schaden, auch an Rüstung und so weiter. Glaube ich, liege ich weit hinter dem zurück. Ja. Und die Sachen da drin, die sagen mir so nichts, ne? Oh, was ist denn hier los? Erstmal reinschießen. Oh. Summers will dumm. Achso, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Das ist ja auch wieder was. Der hat eine Sichel da, ja. Oder die Patronen zurück, die ich eben verschossen habe. Auch okay. Ah, da oben. Wie kommen wir denn da hoch? Junge. Ach, guck mal an. Hi. Du da oben, ne? Du willst das wissen, ja? Gut. So, was haben wir noch Schönes hier? Munition, Splittergranaten. Wie gesagt, die Granaten und so, das können wir alles verkaufen. Das ist immer gut. Schaden gehört uns hier, ja. Okay. Könnt ihr auch gerne behalten, diesen Rotzort. Oh, au. Können wir da hochklettern? Warte mal. Oh. Nee,
Okay, können wir nicht. Also würde nichts bringen wahrscheinlich. Na gut, dann schauen wir mal weiter. What? Hat er denn seine Basis gebaut oder was? Kurz gucken auf der Karte. Ja, 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 er hat seine Basis gebaut. Ja, doch. Ich denke, wir werden gleich mal zu Hause ein bisschen anbauen. Räumlichkeiten und so weiter. Und in die ganzen gängigen Anlagen da rein basteln. Dass wir da mal wieder hin zurück können. Dann sparen wir uns auch diesen Ausflug zum Camp der Aufseherin. Theoretisch. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ist hier los? Aber Wahnsinn, ne? Wir sind jetzt schon, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so unterwegs hier wieder. Nicht ein Beil. Und ich würde darauf wetten, dass, wenn ich denn ein Beil hab und mich um das gekümmert habe, was ich mich kümmern wollte damit und so weiter, und den keins mehr brauch, finde ich die überall. Tür auf. Wir können ja mal die Unruhe testen hier. Oh, ha, Kopf ab. Was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, sind... Oh, diese Ruckler gerade zwischendurch, ne? Die sind auch ein bisschen... Bisschen kurios, woran wir die herkommen. Psycho brauchen wir ja für die... Für die Quest. Oh, aufpassen, dass wir nicht gleich ein Level Up haben hier. Was ist da ein Mod? Klingenkreuzschlüssel-Mod. Noch ein Mod mehr. Mit dem ich so ein bisschen. Nicht weiß, was ich damit machen soll. Also. Ja doch, ich weiß schon, was ich damit machen soll, aber. Ich bin mir da echt unsicher, ob ich das richtig mache. Ich bin mir echt unsicher, ob ich dieses Spiel richtig spiele. Was manche Sachen angeht. Ach, ist aber egal. Ich wollte mich gerade fragen, so warum... Warum der eine tot ist. Aber... Es wird schon alles irgendwie richtig sein. Letztens hatte ich auch eine Horde, Horde Verschmähter, die ich was gesagt habe. Verbrannter. Oha, Happy Birthday. Verbrannter, die irgendwie aus dem Autoscooter gestiegen sind. Tot. Das war auch echt komisch. Da, ihr habt ja gerade gesehen, das Auto ist schon explodiert. Also eigentlich sind alle Autos direkt explodiert. Der Schaden ist schon da. Den das Teil macht, ne? Ist ja nicht so, dass es keinen Rums macht, aber ich weiß nicht. Pfeil. Ich hab das ungute Gefühl, dass eine... Dass eine Waffe, also eine Shotgun hier, diese hier, auf Stufe 50, einfach noch ein bisschen mehr Rums machen würde. Ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt. Ist natürlich nur Theorie jetzt hier, ne? Also ich meine, kann mich auch völlig irren, aber... Aber ich weiß ja nicht. Hallo, was? Was? Oh. Räudiger. Ein räudiger Rüdiger. Na gut, was ist denn noch hier so? Heißt die Hütte am See. Das ist eine Werkstatt, ne? Wir können natürlich auch eine Werkstatt einnehmen, aber dann würden wir auf jeden Fall ein Level Up haben. Und das, eigentlich will ich das verhindern, bevor alles. Also ich möchte bitte noch kein Level Up haben. Ich muss nämlich erst bei den Skills und so weiter checken, was Phase ist. Und dann, da kann ich das Level Up haben. Ich hatte ja gestern schon ein bisschen geschaut. Und, ja, da haben wir festgestellt, ich muss ein paar Sachen auf jeden Fall hin und her schieben. Skillpunkte technisch. Damit ich das, alles, also damit ich die Karten nutzen kann, die ich habe. So. Die ich mir da besorgt habe. Weil momentan sind die, ja, ich habe zu wenig Punkte in manchen Sachen.
Und da ich ja Max-Level bin mit 50, kann ich da ja jetzt nicht mehr so viel ändern, sondern nur noch die Punkte hin und her schieben. Ah. Da muss ich halt echt überlegen, welche Karten ich haben will. Weil die Karten austauschen kann ich ja jederzeit. Das ist ja kein Ding. Da muss ich kein Level-Up haben oder sowas. Die Level-Ups brauche ich eigentlich nur noch für, ja, neue Karten holen. Bugfett. Mhm. Ja, neue Karten holen. Und, What? Quest begonnen? Wird der gehört am See? Warum? Ach du Scheiße. Naja gut. Wo ist der Hund? Hallo? Hallo, Herr Hund? Gibt's ja nicht. Mach ich wahrscheinlich doch ein Level ab jetzt, ne? Naja, gut. Dann ist es halt so jetzt. Da, ich meine, für die Supermutanten reicht das locker, ne? Können sie sogar noch ausrauben nebenbei. Oh, sind auch noch welche? Okay. Ach so, das ist sein Teil. Ja, so. Er hat das gestartet. Naja, gut, ist ja in Ordnung. Machen wir das so. Helfe ich ihm. So ein guter Mensch bin ich. hab ich schon. Supermutanten. Ich habe ja auch schon massig Baupläne und Rezepte und Anleitungen und Mods und dies und das und jenes. Ne? Also daher, allein deswegen muss doch hier schon ein bisschen was gehen. Wo sind die? Hier? Ah. Ah. Achso. Der hat wahrscheinlich auch, ne? Der hat wohl keine Lust, sich zu bewegen, ist in Ordnung. War es das? Nee. Hier kommen sie in Zeitloop angelaufen. Zack. Schön zerfetzt. Ich glaube, das war's, ne? Also deswegen, die Waffe ist nicht schlecht, wie wir sehen. Sie erfüllt ihren Zweck. Oh, jetzt bin ich überladen. Na gut, das haben wir bekommen. Was haben wir bekommen? Ah. Stimpak. Blasinstrument. Und ein paar Schrauben. Ah, das ist gut. Ein paar Schrauben ist cool. Okay, erstmal saufen jetzt hier. Hilfsmittel. Red Away verdünnt einmal. Dann. Na, kein Nougatschein. Ah, ja. Karotten hier erstmal reinsaufen. Dann essen wir das Hundefutter noch. Man sieht schon wieder ganz gut aus. So, das war ja wieder interessant hier. Immerhin ein paar Rezepte gefunden und sowas. Kurz nochmal eine Quest fertig gemacht. Kein Level abbekommen. Puh. Oh, dann werde ich mich jetzt gleich kurz gucken, wo wir sind. Wollen wir nochmal Summerswell gucken? Ja. Gucken noch einmal nach Summerswell rein hier. Schauen wir nochmal, was hier geht. Gut, es kann natürlich sein. Ich meine, da man ja die Skillkarten und so weiter. Ah. Gottes Willen, da man ja die Skill. Wer schießt denn hier mit Lasern? Bam, kann ich auch. Also, quasi. Da man ja die Skillkarten jederzeit wechseln kann, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, so sich die Sachen trotzdem alle zu holen. Und dann, später, wenn man sie braucht, entsprechend einfach die Skillpoints hin und her zu schieben. So, vielleicht ist das auch der Knackpunkt der ganzen Sache. Dass ich das halt überhaupt, ja,
Ach, Blutadler sind ihr. Dass ich das halt überhaupt nicht so in der Form gemacht habe, ne? Medex. Das könnte natürlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte sein, dass ich da völlig, völlig falsch gedacht habe. Hm. Oh, oh Gott, no. Ah! Huh. Das sind Blutadler. Oh, überladen. Naja. Au. Die sind überhaupt nicht gefährlich angezogen. Was ist das hier? Was sind das für Leute? Sind die dumm? Ich meine, gut, ich sehe auch manchmal nicht wirklich gefährlich aus, so, ne? Aber was erwarten die denn? Mit ihren schicken Jacken und so hier. Jetzt kriegen die. Jetzt habe ich hier Blut geleckt. Jetzt kriegen die. Können wir mal hier ein bisschen gucken? Ich höre doch hier Schritte. Da ist auch einer. Baseballknüppel. Hallo, hier bin ich. Huhu. Hey. Okay. Hallo? Wo will die hin? Ah. Oh. Oh. Na gut. Granate. Machete. Oh, ich bin schön gegen die Wand gesprungen, Profi und so. Kupferschrott, ja, bla bla. Da war hier so ein komischer kleiner Ruckler. Ganz kurios, ganz kurios. Was soll denn das mit ihren dämlichen Lasern hier? Was ist dein Plan? Stimpaks nehme ich gerne, danke. Direkt mal eins reindrücken. Haben wir hier noch hier? Ist hier irgendwas Cooles? Hm. Ja, also hier gibt es schon interessante Sachen. So ist es nicht. Jetzt auch diese menschlichen Gegner. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Sagte ich ja im letzten Stream auch schon. Die menschlichen Gegner. Da sehr, sehr coole Geschichte. Die sind ein bisschen unberechenbarer, sag ich mal, als die ganzen... Oh, Adektor. Oh, Stimpak. Als die ganzen, Ghule und so weiter, ne? Finde ich gar nicht schlecht. Vor allen Dingen kann man die auch überall so einsetzen, wo Ghule halt so überhaupt gar keinen Sinn machen, eigentlich. Gucken. Ja. Da werde ich jetzt irgendwas hier hinschmeißen. Ja, doch. Lass mal schauen. Was haben wir denn alles hier noch? Wenn man Durst? Ja. Ein bisschen Sweet Water trinken. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Wie viel überladen sind wir denn? Gar nicht mal so viel. Kleidung. Haben wir irgendwie einen... Ja, der Bohrer, ne? Der Bohrer, der ist halt cool. Wieso habe ich die denn? Da brauche ich die denn hergehoben. Tschüss. Das muss reichen, ne? Ja. Bescheuert. Okay. Ach, guck mal, da ist wahrscheinlich das mit dem... mit Babylon. Babylon! So. Lass mal kurz überlegen. Düsen wir mal hier nach... zur Station. Ja. Düsen wir mal kurz zur Station. Höker, dann nochmal den ganzen Schissel weg, den wir gerade gefunden haben. Den wir nicht haben wollen, brauchen, irgendwas, was auch immer. Und, dann düsen wir nach Hause. Und zu Hause legen wir schon mal ein Fundament. Gedanklich. Für die Räumlichkeiten. Ja. Das klingt alles sehr gut. Der Bahnhof. War der da unten? Nee, der war da oben, ne? Ja. So könnte da ein Schuh draus werden. Nicht aus dem Bahnhof, sondern, ne? Weiß schon. So, Gartenzwerge. Da wieder so ein kurzer Leck, ne? Komisch. Hm.
Seltsame Geschichte. Handeln. Ja, 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 ist ja gut. Hilfsmittel. Also, was haben wir denn hier? Antibiotika. Ja. Weg. Tschüss. Blutpakete. Ja. Weg. Tschüss. Waffe out. Weg. Tschüss. Da muss ich nochmal gucken, ob wir das nicht doch brauchen. Medex. Tschüss. Psycho brauchen wir, glaube ich, nochmal. Die Red X hier. Weg. Tschüss. Tschüss. Eine ganze Käse, die ich auch nicht benutze. Was ist das hier? Achso. Schön. Tschüss. Bla. Weg damit. Ja, Fury und Psycho und so weiter muss ich nochmal schauen. Ich glaube, die brauchen wir nämlich für eine Quest, wie gesagt. Der Molly weg. Die Splittergranaten weg. Hier ist noch eine Brandaxt. Ich weiß gar nicht, warum ich die mitgenommen habe. Baseballschläger, Schaufel, die brauchen wir auch noch für eine Quest. Ja. Wie auch immer. Achso. Warte. Bzzzt. Kiste. Bzzzt. Hier. Schrott. Wir haben noch hier ordentlich ein bisschen was mitgenommen wieder, ne? Makelloser Teddy. So, so, so. Wie Platz haben wir noch eine Kiste noch mehr jetzt genug? Ja, die Kiste wird völlig gefüllt sein mit all so einem Nonsens. Das, ist jetzt Gesetz. M? Die wird richtig gefüllt sein mit all so einem Unsinn. Was heißt Unsinn, ne? Aber die ganzen Teddys und die Brettspiele und hast du nicht gesehen. Das kommt alles schön da rein, damit wir es in Ausstellen und verhökern können. Willst du es einer kaufen? Manchmal, ja. Manchmal, ja. Ich habe schon Teddys verkauft, so ist es ja nämlich. So. Also, da sind wir schon zu Hause. Gut. Jetzt. Mal überlegen. Das Problem ist halt auch einfach, dass wir hier halt nur schwer nach hinten bauen können, ne? Das ist so ein bisschen... Ich meine, wir können hier vielleicht noch ein bisschen Räumlichkeiten machen. Wieso habe ich hier nicht ein Fenster reingebaut? Habe ich hier ein Fenster reingebaut? Habe ich. Ha. Also sagen wir zu. Ja, wir könnten natürlich hier diesen Bereich vielleicht so ein bisschen ausbauen, also hier die ganzen... Also quasi unseren Hinterhof so. Dass wir hier die ganzen Sachen hinballern. Na, ihr wisst schon hier. Den ganzen Kram. Dafür müssen wir ein bisschen Holz sammeln. Die ganzen Alchemietische und. Alchemietische. Ja, Werkbänke und sowas halt. So, erstmal wollen wir ein bisschen Holz dafür. Weil ohne Holz nichts Bau. So, lass mal schauen. Ohne Holz nichts Bau, sagt er und findet kein Holz. Doch, ein bisschen. Sechs, ja, ein bisschen mehr Holz. Komm schon. Wir sind in einem Wald. Ne, theoretisch ist überall Holz. Das ist auch so ein Ding, ne, dass wir hier nicht einfach Bäume fällen können. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt... Ja. Also was das Anpassen von Design und so weiter angeht hier halt. Ne? Da würde ich gerne wesentlich mehr Freiheiten haben. Aber gut. Ja, wie gesagt, das muss... Das wird auch alles umgestaltet jetzt hier. Weihnachten ist vorbei. Vorerst. So, mal gucken. Wir können jetzt theoretisch hier weiterbauen. Ja. Das können wir mal ausprobieren, glaube ich. So, lass mal schauen. Wir machen das hier hin. So. Und da ist das Problem halt, ne? Da. Das ist doch blöd. Ich meine, hier geht's. Aber hier, dass er dieser Rasen, das ganze Ding bedeckt, das finde ich halt irgendwie echt voll daneben. Vielleicht sieht's besser aus, wenn wir das hinmachen hier. Auch nicht unbedingt toller, aber... Das Budget ist ja auch schon so ein bisschen, ne? Ich meine, da müssen wir auch mal gucken. Das können wir ja noch weiter ausbauen. Also ich glaube, optisch würde es besser aussehen, wenn wir zur Seite bauen würden. Hier so? Ja, ne? Ich glaub, das wird besser aussehen. Machen wir mal so. Probieren wir es mal so aus. Herstellen. Können wir da zwei nebeneinander machen? Ja.
So, dass wir einfach unseren Kram dann so zur Seite bauen und vielleicht. Vielleicht dann noch so und. Und. Ach, dieses Baumenü. Holy moly. Das geht natürlich hier wieder nicht. Auch wieder dumm. Aber dass wir halt vielleicht so. Ich meine, zur Not könnten wir auch noch hier ranbauen, ne? Naja. Wir gucken mal, wie das aussieht. E und E. Boah. Oh. Nochmal weg hier. So. Dann machen wir da nämlich noch eine Treppe ran. Und dann bauen wir hier einfach noch weiter diese Dinger hin. So, hier ist quasi unser so Baubereich. Wie sieht das von außen aus? Das ist halt Optik, ne? Optik. Ja, doch, ich denke, das ist okay, wenn wir da unseren Baubereich und so hinzimmern. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. So, hier hoch kommen wir, wenn ich hier oben nochmal Comics und so hin, irgendwie so ein Comic-Banner oder so, Bilder, Comic, keine Ahnung, irgendwie sowas hinbauen. Ja, hier übrigens meine Regale. Sehr schön. Ja, irgendwie so denke ich mir das jetzt. So. Dann werde ich jetzt erstmal hier die... Können wir fliegen hier? Ne, hätte sein können. Erste Mal die Wände bauen jetzt. Wie ging das hier? Zum Bauen wechseln, Tab. Wände. So. Oh, Blechwände. Moment. War das hier so? Hier waren die so, ne? Ja, waren die das? Ja. Aber... Das mit innen und außen, das nervt mich auch tierisch, ne? Das ist auch so unnötig. Wenn ich das nicht hinbaue, komme ich hier nicht mehr raus, ne? Das ist auch so doof, ey. Achso, jetzt macht er so... Okay. Aha. Wenn ich oben unten... Ist das jetzt... War das schon immer so? Ist das jetzt neu? Ist das ein Bug? Keine Ahnung, ich baue es einfach schnell hier hin. So. Obwohl ein ganzer wäre vielleicht sinnig gewesen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt so einen halben gewählt habe. Oh. ersetzen. T. Ersetzen durch. Ja, gut. Jetzt macht er natürlich nur die halben, ne? Ja. Oh, Jesus Christus. Bla. R und Holzschrott, bla bla bla, verwerten. Ja, 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 aus Fehlern lernt man. Ist halt so, ne? Mann, ey. Aber wo ist denn die... Wo ist denn die ganze Wand? Oder gibt das keine ganze Wand? Es gibt doch auch... Warte mal. Es gibt doch auch ganze Holzwände. Wieso gibt denn das keine... Ist das eigentlich schönes hier? Ist das neu? Das sieht gut aus. Was ist das? Gegenstand. Ja, aber wie heißt der Gegenstand? Das sieht ja richtig gut. Schön weiß. Oh, das gefällt mir ja. Da muss ich nochmal den. Ah, hier ist die ganze Wand, ja. Da muss ich nochmal in den Atomic-Shop gucken. Und scheinbar kann man jetzt doch Innen- und Außenwand so wechseln. Ne? Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, dass es jetzt so geht. Machen wir jetzt einfach mal, ne? Wie gesagt, umbauen kann man das immer noch jederzeit. Wie sieht das jetzt aus? Lass mal schauen. Ja. So. So. Wir bauen erstmal alles zu hier. So. 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 Okay, gut. Wir können jetzt zum Beispiel hier... Die Tür nicht auf jetzt? Nee, ne, ne. Wir könnten da drin noch eine Tür machen. Eine Tür nach da drin, sodass man gar nicht genau sieht, was hier eigentlich los ist. Das gefällt mir. Escape. Aber auf hier. Zack. So, aber zu. Da wollen wir noch bessere Türen versuchen. So, das Ding hier. Den hier. V. Den gestalten wir ein bisschen um. Zum Modden wechseln. Hier, zack. Dann R und T. Genau, hier. Und E. Aha.
So. Ja, ja. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier können wir die ganzen Dinger dahin ballern. Da können wir ein paar Fenster rum machen. So ein Lagerfenster oder so ein Käse, irgendwie sowas. Also müssen wir vielleicht doch nochmal eine halbe hinbauen, denn. Außer. Gucken wir gleich mal. So. Decke. Tapeten. Aber interessant, dass wir das jetzt wechseln können. Das heißt, vielleicht können wir denn jetzt auch. Wie. Ganz am Anfang, als ich vor 76 angefangen habe zu spielen, hatte ich das Problem, dass ich eine Trennwand gemacht habe, die ich aber nur von einer Seite mit Tapete machen konnte, weil die andere Seite eine Außenseite war. Aber vielleicht kann man da jetzt ein bisschen was changen? Mal ausprobieren. Wenn wir wieder eine Trennwand machen sollten. So, aber jetzt erstmal eine Decke bauen hier. Tap. Achso, das sind die Fenster, ne? Ah, ja, aha, interessant. Okay. Das ist interessant. Ja gut, aber so ein Fenster können wir natürlich auch nochmal hinbauen, aber nicht jetzt. Wenn wir ein Dach machen jetzt hier, ein Dach. Da habe ich ja einfach ganz normal das... Diese Standardsache. Da gibt es ja auch nur Holz und sowas, ne, glaube ich. Machen wir einfach einen glatten Boden. Nichts Besonderes hier erstmal so, zack. Was denn, können wir da irgendwie noch was machen? So links, rechts, oben, unten, so. Aha. Da, eben war er doch da. Wo ist er denn? Den. Den baller ich jetzt immer hin. Trotz allem lasse ich aber eine Luke offen. Wenn wir ein bisschen Licht drin haben. Damit wir überhaupt was sehen. Hier kommt noch eine Tür rein und sowas. Pipapo. Dann jetzt. Wir ballern das erstmal alles dahin. Herstellung. Weil das kann man ja nachher noch alles schön hin und her schieben. Das ist also jetzt erstmal ist es egal. Ja, das vielleicht nicht hier drin, aber hier, der ganze Käse hier halt. Ne? Hier so, zack. Okay. Wie rum ist denn hier richtig? So rum? So rum? Ne, ich glaube, ich denke, so rum, ne? Wir ballern das erstmal alles hier hin. Wie gesagt, das können wir nachher noch anpassen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ah, da gab es noch andere Varianten, ne? Aber die haben wir, glaube ich, nicht. Ja. Achso, gab es noch andere Varianten? Oh Mann, was ist das hier? Eine Waffenwerkbank. Wieso können wir nicht bauen? Wo können wir Holz haben? Das Ding hier, das können wir aber auch mal bauen. Wie gesagt, alles andere, das werden, also, dass es schön aussieht und so weiter, das machen wir alles später. Erstmal will ich den ganzen Kram aber erstmal hier stehen haben. Was war das hier? Laborstation? Haben wir da noch ein anderes Design? Aha. Oh, wir brauchen Schrauben und Holz noch. Das Ding. Die Braustation. Was war das hier? Ein Gärbottich. Ja, gut, okay. Die Alkoholsachen und so weiter ist jetzt nicht ganz so wild. Das wäre noch wichtig, sag ich mal. Und das Teil, ne? Ja. Das Teil wäre auch noch wichtig. Welche Variante? Responder, Waffenwerkung. Die sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? So, welche ist denn die Standard? Ach, die Standardwerkbank, ne? Ja, also würden wir die nehmen hier. Aber wir brauchen Schrauben und alles andere da. Aber das ist schon mal gut, dass wir jetzt diesen Kram schon mal haben. Dann kann ich hier schon mal den ganzen Schnickschnack machen. Gehen wir nochmal kurz raus. Obwohl, ja doch. Wir gehen nochmal kurz. Oh, warte mal. Muss man überlegen. Ja, doch. Doch. Machen wir das so. Wir gehen hier erstmal irgendwie gucken. Bisschen Holz. Hier nochmal. Danke. Ich glaube, es reicht. So. Oh. Hier war noch mit. Danke. So. Tür wieder zu. Zieht.
Hier. Geschütze und Fallen, bla 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 bla. Stromanschüsse. Achso. Er braucht. Nee, nee, nee. Das braucht keinen. Ressourcen, Geräte. Der ganze Kram. Bett, Stuhl, Tisch, Wand. Da war wieder so ein Hänger. Das ist komisch, ne? Wo kommt denn das aber mal her? Das hier. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich suche. Ist zwar auch nicht schlecht, aber nein. Was haben wir hier so schönes? Das sind die ganzen Sachen, ne? Lagerkisten. Hier. Haben wir Werkzeugkisten. Haben wir. Safe und sowas. Die große Kiste kann ich noch nicht machen. Aber ist auch nicht ganz so wild jetzt. Hier. Also ich denke mal, da kann ich Sachen reintun, ne? Schätze ich? Oh. Huch. Achso, okay. Gut. Tun wir einfach mal eine... tun wir die erstmal... Ich wollte das jetzt nicht machen. Ich wollte jetzt einfach nur den ganzen Kram schon mal haben. So. Werkzeugkiste groß versteckt. Versteck. E. Da ist der ganze Kram drin. Sehr gut. Weil brauchen wir eine Kiste, um an den ganzen Kram aber schnell ranzukommen, ne? Irgendwas war noch. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. Zack. Gucken. Können wir das Ding da hinbauen? Anzeige, Dekor, Wanddeko, Lager, bla 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 bla, Geräte, Wasser, Lichter. So, wo mag das Ding sein? Wo mag es sein? Hier ist es das? Hier. Überschreitet maximale Bauernzahl. Was? Wieso? 50 von 50? Ah, das sind die ganzen Buchstaben, ne? Ja, da muss ich ja, wie gesagt, da werde ich ja sowieso einige entfernen. Die ja nicht mehr so die Bedeutung haben. Jetzt, was auf jeden Fall weg kann, sind auch die hier. Ja. Zum Modden wechseln, hier. Da. Lagern, verwerten, R. Achso. Nein. Komme ich an die Buchstaben hier ran? Ah, jetzt das. E? Na, ich will doch nicht den ganzen. Komme ich ja nicht mit den Buchstaben da nicht ran, ne? Das ist ja auch unglaublich. Verkaufsautomat, ne? Komme ich, Huch? Das ist jetzt wildes, wieso? Achso. Mann. Ja, ich komme an die Verkaufsautomaten nicht. Nicht Verkaufsautomaten. An die Buchstaben nicht ran. Weil die auf den Automaten sind. Ich muss also den... egal. Den mache ich erstmal hier. So, was haben wir denn hier? Ich denke mal, ich werde... das hier. Ja. Der kommt erstmal weg. R. Verwerten. Genau. Wo ist denn mein verdammter Mauszeiger jetzt da? R. Verwerten. R. Verwerten. R. Verwerten. So. Können wir jederzeit wieder neu bauen. So. Bla. Wenn wir es brauchen. So. Weil das Angebot in meinem Laden hier wird sich ja ein bisschen ändern, ne? So. Und das hier ist eigentlich nur just for the fun. Zack. Ah. Guck mal. ich finde das Ding super. Die Frage ist nur, was es genau kann. Also. Ja. Ich kann es anmachen. Huben. Wandleuchte. Aber wann hupt es? Nur noch mal rausfinden, wie das genau funktioniert. Ich lasse es da erstmal dran. Ich dachte eigentlich mehr, das wäre wie so eine Alarmanlage, die ich irgendwie mit irgendwas koppeln könnte. Aber scheinbar ist es das nicht unbedingt. Aber ja, wie gesagt, einige Sachen müssen sich ja hier noch ein bisschen anpassen, ändern und so weiter. Hier drin werde ich auch ein bisschen umgestalten noch. Da ich ja jetzt
die, huch, die obere Etage jetzt hier noch erkoren habe für Comics und so weiter. Ja, doch, doch. Ja, ich denke, das wird. Das wird, glaube ich, ganz cool werden. Ja, wenn ich hier ein Dach aufhaue, vielleicht können wir hier auch noch was. Hm, kommen wir da rüber? Ah, es mag sein. Aber, müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir hier dann noch eine Leiter. Oh, wir könnten da auch eine Tür machen, ne? Wir können da noch eine Tür reinbauen. Lass mal kurz nachschauen. Zip, wir können da noch eine Tür reinbauen. Hier. Wo wir denn hier auf dem Dach rumtouren können. Wir können auch noch irgendwie einen Außenbereich machen oder sowas. So wie hier. Ja, ja. So denke ich mir das. Aber diese weißen Wände, ne, die gefallen mir echt gut. Die gefallen mir richtig gut. Warte mal, können wir das irgendwie... Muss ich auch mal hier hoch. So. Hier, das glaube ich, hier können wir das, glaube ich, ganz gut machen. Lass mal schauen. Tab. Bearbeiten. Ersetzen. Ne, die Wand. Waren die das? Geht nicht. Achso, weil ich den im Atomshop. Ja, ja, okay. Muss ich erst im Atomshop freischalten. Aber ich glaube, es sind diese weißen Wände, ne? Die sehen echt gut aus. Ha. Dazu noch der weiße Zaun drumherum und so. Oh, das ist so. Ha, verdammt. Ja, da muss ich drüber nachdenken. Lass mal in den Atomshop gucken. Lass mal ins Hauptmenü gehen. Wir halten aber kurz unsere Glubschaugen rein. So, Atomshop. Lass mal gucken. Da waren sie eben, glaube ich. Kleidung, Highlight, hier, da. Ja, ich glaube, das ist das, ne? Oh, das sieht so gut aus, ey. Oh, ich bin da echt in Versuchung, ne? Da, dann diesen weißen Dingern, denn so ein bisschen die Plakate draußen ranhängen und so ein Krimskrams. Weil, das Problem ist, bei diesen braunen Wänden, die wir da halt jetzt haben, diese normalen Holzwände, da gehen manche Sachen halt so ein bisschen unter, ne? So, weil das ja allgemein sehr dunkel ist und so, das schluckt halt recht viel. Plus da im Waldgebiet und so ist eh ein bisschen dunkler. Und wenn man denn natürlich so eine weiße Wand, so eine weiße Front hat und sowas, weil es betrifft ja nur die Holzsachen. Ich denke mal, den anderen Kram, da mein Baubereich und so weiter, da Werkstatt und sowas wird ja trotzdem in diesem metalligen Kram bleiben. Blech und sowas da. Aber das hier... Stell dir das mal vor hier, ne? Hier so das hier. Da die Fenster, lalala. Und dann, daneben so hier, da. Oh. Ja, das sagt mir zu, ne? Das sagt mir zu. Hier. Ja, doch, ich denke... Ich denke, das könnte man sich mal genauer ins Auge fassen. Ja, muss ich mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall Lust und Laune drauf. Ja, vielleicht sogar heute Abend schon. Das wird sich zeigen. Es ist jetzt 20 Uhr. Mal sehen, vielleicht streame ich um 10 dann nochmal oder sowas. Gucken wir mal. Was da noch so funktioniert, was so läuft heute an einem Sonntag. Vielleicht ist ja ein bisschen was los abends noch. Würde mich jetzt auch freuen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich komme dann wahrscheinlich so um 22, 23 Uhr wieder. So der Plan. Ob das jetzt also hinhaut, ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Kann ja auch immer mal sein, dass das nicht so hinhaut. Und ich würde sagen... Ja, ich denke mal, bis dann habe ich bestimmt die weiße Wand gekauft. Ich bin da jetzt so ein bisschen so dieses... Oh, das ist cool. Das wird auf jeden Fall der Sache zugute kommen, ne? Ja, ich denke, das entscheidet sich alles heute Abend. Gucken wir mal. So, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen hier soweit. Ich werde das direkt mal umschalten. Zack. Und, ja,
Ihr könnt uns auf /Plattenbrain folgen. Facebook, Twitter, Twitch, überall. Wir sind da ja überall zu finden, auf jedem sozialen Medium und wie das alles heißt. Da sind wir jetzt zu finden mit allem drum und dran. /Plattenbrain, Twitter, Twitch, Instagram sogar. Ja, Instagram, überall. Und da findet ihr natürlich immer alle Infos, wann wir was streamen, wann wir was hochladen. Ne? Und also welche Sachen und auch unsere ganzen bisherigen Streams oder sagen wir den Großteil der Streams und auch sonstige Let's Plays und sowas findet ihr alles auf unserem YouTube-Kanal. Ist auch nochmal unten in der Kanalbeschreibung, ist auch nochmal alles eingetragen. Ansonsten, ja, ne, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, da ist natürlich auch alles entsprechend verlinkt und sowas, gar kein Problem. Und dann könnt ihr nochmal auf www.bloodandbrain.de und www.totenstadt.com vorbeischauen, ist da auch nochmal angegeben. Zack, zumindest das bloodandbrain.de. Da findet ihr auf jeden Fall alles an Material über unsere Kartenspiele, Totenstadt und Voodoo-Heads, inklusive Regelwerk, Beispielkarten, Demo-Videos und so weiter und so fort. Könnt ihr nochmal drauf gucken. Und ich würde sagen, wie gesagt, nochmal danke fürs Zuschauen und wahrscheinlich sehen wir uns heute Abend. Heute Nacht. Oder im Laufe der Tage. Hm? Reingehauen und tschüss.